Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Ja, das letzte Mal haben wir... Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Nein. So und so, okay. Gut. Das letzte Mal haben wir die vierte Welt abgeschlossen und ja, auch gleich die fünfte freigeschaltet. Und da machen wir uns jetzt, hoffe ich, direkt auf den Weg. Ah doch, hier, oder? Nicht? Doch, da genau. Guck mal. Da ist die Kanone und dann schießen wir uns auch schon hoch. So, und dann schaue ich mal, wie es da laufen wird, weil ich habe die fünfte Welt nicht mehr unbedingt so sehr im Kopf, wie die anderen Welten jetzt auch so wirklich. Also seit der dritten Welt habe ich eigentlich nichts mehr so wirklich im Kopf. Aber das wird schon irgendwie funktionieren, denke ich. Ist schon halt bloß wieder schade, wenn es... wenn es dann so ein paar Bananen hapert, die ich nicht fair finde. Aber so allgemein die großen Bananen, die finden wir ja doch recht gut. So, da drüben haben wir nochmal einen kleinen Schalter für Didi, aber wie gesagt, das auf der Overworld machen wir erst später. So, und damit, ja, können wir den mal gleich bezahlen. Wie viel braucht der? 50. Jo, wir haben mehr als das Doppelte sogar. Und jetzt ist die Frage, was hat man hier nochmal freigeschaltet? Das war was mit der, genau, mit dem Pilz hier oben. Und musste man den mit den richtigen Affen abschießen? Aber was hat es... Ich glaube, das war die Kampfplattform hier, oder? Es gehörte aber nicht zum Level, sondern es war... Was mache ich denn die ganze Zeit? Ich bin wieder vollkommen raus aus Steuerung. Das ist aber, glaube ich, auch alles Overworld. Deswegen lassen wir das erstmal sein und betreten die fünfte Welt. Mal sehen, was diese pelzige Primaten vorhaben. Hä? Kein Kong weit und breit? Wo sind sie hin? Wer war das? Juhu, fangt mich doch, ihr Witzfiguren! Du, nach oben, ihm nach! Aber ich kann nicht klettern! Du wirst es jetzt lernen, kapiert? Und tschüss! Bin ich denn nur von Unfähigen umgeben? Manchmal tut einem King K. Rool ja wirklich leid. Und damit betreten wir die fünfte Welt, den Wunderwald. Auch so ein schönes Level, muss ich sagen. Es ist... Ja, es ist auf jeden Fall schön, das muss man sagen, das Level. Da sehe ich gleich mal eine... Ja, die drei, okay. Es ist definitiv schön und... Auch verdammt groß, muss man sagen. Deswegen ist es eigentlich... Ja, deswegen habe ich eigentlich keine Ahnung, wo wir denn genau hin müssen. Man sieht es schon mal, hier haben wir den Hauptbereich und es geht mehr oder weniger in vier große Bereiche, die sich dann zwar auch noch ein bisschen unterteilen werden, aber ja, es sind so diese vier Hauptbereiche. So, und wenn wir uns hier hochschießen... Ja, gut, okay, da können wir das machen. Das wird aber, glaube ich, erst ein bisschen später wichtig. Danke, Münzen. Als hätte ich es gewusst. So, gehen wir gleich wieder runter. Tja, was oder wie? Was können wir denn hier jetzt machen? Gleich am Anfang. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das hier jetzt angehen will. Ich glaube, hier mit der Uhr können wir gar nichts machen. Kann ich denn da schon runter? Dann machen wir das da vielleicht. Eigentlich sollte ich zuerst zu Cranky gehen, das ist eigentlich das Sinnvollste. Ich schau mal, ob ich... Voll in die Granate gelaufen. Ob ich da schon runterkomme mit Chunky. Ich glaube aber eigentlich nicht. Da fehlte noch irgendwas, oder? Na, schauen wir mal. Ah, ging doch. Okay, sehr schön, dann machen wir das jetzt gleich.
Auch wenn wir da mit Junkie zuerst was machen, aber ich glaube, hier ist fast auch schon sinnvoller, zuerst die Gebiete abzuräumen. Kreisch! Schnappe dir 50 Münzen und die Banane gehört dir, Junkie. Benutze den Joystick, um dich zu bewegen, abbremsen und nach links oder rechts zu lehnen. Drücke A, um zu springen. Vorsicht vor den Toren und den fallenden Felsbrocken. Gute Reise, Quark! Okay, und damit haben wir wieder dasselbe wie in der Mine, bloß noch ein bisschen krasser. Ja. Ach so, war da ein Dings? War da ein Schalter? Oh, da wollte ich rein. Ah, nein. Böse Steine. Oh je, das wird, glaube ich, nichts. Zumindest sieht es im Moment noch gar nicht so gut aus. Du erwischst mich nicht. Oh. Ach so, okay, jetzt bin ich da den richtigen Weg gegangen? Oder wie sieht es aus? Keine Ahnung. Zumindest weiß ich, dass wir 50 Münzen brauchen und... Naja. Das Level ist nicht ganz so einfach. Ach, da ist die Glocke. Verdammt. Wir müssen da so die Glocke erwischen. Ich hab's schon wieder nicht erwischt. Was denn? Das war die falsche Glocke. Ich bin gerade echt gut. Das war die richtige Glocke. Okay, vor allem, weil ich eigentlich weiß, dass das Ding gar nicht so ewig lang ist. Okay. Gewagter Sprung hier rüber und dann geht's schon weiter. Vor allem, wie gesagt, weil wir halt erst zu wenig Münzen haben. Wow, ja. Überall Sprengfässer. Ah, da war... Toll. Okay. Wow. Natürlich. Also da haben sie schon echt mit der Schwierigkeit gerade echt angezogen. Nein. Ah, Mann. Die Glocke wieder verpasst. Die ist aber auch echt schwierig zu erwischen. Okay. Der Baum, aber ich glaube, das können wir eh vergessen, weil 50 Münzen bekomme ich ja, glaube ich, nicht mehr zusammen. Und jetzt. Ist ja schon... Die schon wieder verpasst? Meine Güte. Gibt ja aber auch so wenig. Also dafür, dass man 50 braucht, meine ich. Wie gesagt, ich habe irgendwie das... Wow, das Gefühl, dass wir beinahe beim Ende sind. Ich habe gerade mal die... Naja, gerade mal die Hälfte, knapp. Okay, nochmal so ein Pfosten. Und was kommt jetzt? Da drüben hätte ich rüber müssen. Beide Seiten wären super gewesen, aber nicht diese hier. Ja, super. Oh, das war's. Wow. Oh. Ja. Da gibt's leider nichts. Okay, probieren wir es gleich nochmal. Das war, glaube ich, B. Ja, ich bin ein Held. Jetzt sind wir hier hinten. Oh, nee. Ja, gut, okay. Es würde nicht viel Sinn machen, wenn das wieder am selben Ort rausführt. Okay, gehen wir nochmal kurz zurück. Also jetzt sieht man halt schon, es sind nochmal einige große Gebiete dabei. Das ist jetzt ein Untergebiet. Das war das Blaue, wie ich hier richtig sehe. Und da sind Donkey-Bananen. Das merke ich mir gleich mal. Aber ich will das jetzt eigentlich mit Junkie kurz schaffen, diese Minenfahrt. Weil... Ja, ich weiß nicht, weil ich es einfach hinter mir haben will, weil das ist so eine Sache. Das ist, glaube ich, die einzige Sache, vor der ich hier ein bisschen Angst habe. Aber das heißt Angst, aber wo ich mir dachte, dass es vielleicht ein bisschen problematisch wird. Gibt nochmal zwei andere Sachen, aber die sollte ich eigentlich ganz gut schaffen, denke ich. Werden wir sehen. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier drauf. Und wenn ich am Anfang vielleicht nicht so einen riesengroßen Scheiß baue, dann könnte das ja sogar funktionieren. Ja, ich weiß. Weil, na gut, wir hatten die Hälfte der Münzen. Wir hatten 27. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Zahl, auf die man stolz sein kann. Okay, erste Glocke. Okay, die haben wir schon mal. So, dann holen wir uns hier mal den Hebel. Da gibt es nämlich schön viel Münzen. Das sieht doch gleich ganz anders aus. So. Jetzt. Ach so, der bleibt dann auch stehen, der Drecksack. Okay. Ich weiß gar nicht, was mit dem wäre. Der war wahrscheinlich hier vorbeigefahren, oder? Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Ja, habe ich schon mal eine Münze verpasst. Okay, ganz... super. Okay. Ganz langsam und gegen die Glocke springen. Okay. Nein, die falsche... Oh, natürlich erwische ich die genau. Oh, Mann. Okay, aber die haben wir. Schon mal schön. Jetzt sind wir hier draußen. Ich muss auch sagen, dass das... hier sehr schön gemacht ist, halt auch mit diesen Außenpassagen, wie ich finde.
Das gibt dem Ganzen gleich einen ganz anderen Flair, wie ich finde. So, jetzt kommt das von da vorne. Das kommt hier gleich rüber. Genau, war ich aber schnell genug. Ich dachte, da kommt jetzt einer. Genau. Das ist fast schon so wie die alten Minen-Level, so mies. Also in Donkey Kong Country 1 noch. Die waren genauso böse. Ah, okay. Das war verdammt knapp. Okay, wir haben 41. Ah, diesmal sieht's besser aus. Wenn man die Strecke auch mal einmal abgefahren hat, dann weiß man auch ungefähr, wie die meisten Sachen laufen. Zumindest, wenn man sich's natürlich merkt. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier aber vergessen, was hier kommt. Okay, die 50 haben wir jetzt, müssen wir sie bloß noch behalten. Aber das ist hier leider, ja, nicht so einfach. Ich geh weg. Okay, da ist schon wieder einer. Na, die Münze nicht. Ich würde gerne noch ein paar Münzen auf Vorrat sammeln. Gerade für solche Stellen. Okay, die haben wir aber... Nein, ich habe schon wieder beide verpasst. Egal. Hier gibt es auch ein paar. Der Schatz ist schön. Und dann sollten wir, glaube ich, fast schon am Ende sein. Ja, wunderbar. Reich, du bist geschickter, als du aussiehst, Chunky. Quark. Okay, damit haben wir unsere erste Banane im Wunderwald. War doch gar nicht so schwierig. Naja, doch schon ein bisschen. Okay, und damit sind wir hier. Die Frage ist nur, will ich hier gerade sein? Wir könnten jetzt natürlich einiges machen. Wir können zum Beispiel, glaube ich, mal das Tor hier gerade reinreißen. Jo, dann gehen wir da mal rein. Es ist eigentlich unklug, hier rumzulaufen, ohne Cranky Besuch zu haben. Ich weiß, dass es... Was sind das hier für Scharfschützenbienen heute? Ich weiß, hallo? Danke. Ich weiß, dass es hier auch noch was von Funky gibt. Da gibt es auch noch mal was Neues. Ah, guck mal, was war denn das hier? Können wir ja gleich mal aktivieren, wenn wir gerade schon da sind. Machen wir mal ein bisschen mit Chunky. Weil ich nicht mehr genau weiß, was das jetzt gebracht hat. Aber irgendwo... Aha. Weil genauso Wasserräder funktionieren. Okay, das aktiviert jetzt das. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das gebracht hat. Aber genauso funktionieren Wasserräder. Nicht das Wasser, das durch den Fluss fließt, treibt das Wasserrad an. Sondern durch Musik wird dann das Wasserrad angetrieben. Na gut, okay. Hier sieht man schon überall einen Mond und weil da oben eine, oder am Anfang eine ganz große Uhr war, kann man sich vielleicht fast schon denken. Ich werde es aber nicht verraten, auch wenn ich es eigentlich schon fast verraten habe. Aber was man hier später noch machen kann, so. Und wenn wir da jetzt reingehen, läuft dann hier diese, das läuft hier, okay. Das wollte ich eigentlich gar nicht, ich wollte es aufheben. Wenn wir das da jetzt entgegenschmeißen. Das hat schon mal sehr wenig gebracht. Ich habe vergessen, wie das alles hier ging. Ich glaube, die Fässer kann aber bloß Chunky aufheben. Nur, was macht er denn damit? Das Ding läuft ja auch noch gar nicht. Das ist ja... Da ist ein Bild vom Fass drauf. Kann ich das hier gerade nicht ablegen? Oder wie? So lege ich es ab, okay. Da musste ich genügend Fässer da drauf legen. Das hat gar nichts gebracht. Okay, das ist ein Donkey-Schalter. Da ist wieder Tiny, da ist Donkey. Ah, das war so ein Griffrätsel. Ach, mit dem Griffrätsel hat man das, glaube ich, aktiviert, oder? Keine Ahnung, ist viel zu lange her. Machen wir erstmal in der Mühle weiter. War hier nicht ein Wechselfass? Hallo, Wechselfass? Ja, und wie gesagt, ich stelle erstmal das Fass dahin, falls es denn funktioniert, dass die da bleiben. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, aber hier ist definitiv sinnvoller, erstmal mit allen Affen was zu machen.